Haushalt 2013, was ist aus Sicht des Bürgermeisters besonders wichtig? Besonders wichtig ist sicherlich die Investition im Bereich der Kinderkrippen. Da haben wir ja einen sehr hohen Betrag drin. Und Gott sei Dank auch eine sehr hohe Förderung durch den Freistaat Bayern. Ich glaube, das darf man ruhig herausheben, dass der Freistaat Bayern hier wirklich sehr aktiv ist. Ich denke, das wird eine sehr große Auswirkung auf die Stadt haben und die Kinderbetreuung in der Stadt. Und natürlich sind auch die Investitionen im Bereich der Schulen sehr wichtig. Und ich freue mich, dass die CSU-Fraktion den Antrag gestellt hat, die Turnhalle bei der Dreifaltigkeitsschule zu bauen und den Bau zu beginnen, denn da steht eigentlich die CSU in der Pflicht. Da waren wir schon immer dahinter, dass hier der Missstand beseitigt wird. Es war ursprünglich nicht im Haushalt drin, aber durch den Einsatz der CSU-Fraktion, denke ich, werden wir das realisieren können und darüber freue ich mich. Und dann muss noch versucht werden natürlich, dass der Haushalt gedeckt ist. Es ist immer unser Ziel gewesen, dass wir ausgeglichene Haushalte aufstellen. Und in diesem Jahr gestaltet sich es bedingt durch die Sondereffekte sehr, sehr schwer. Und von daher denke ich, dass es richtig ist, wenn wir versuchen, über die städtischen Beteiligungen, sprich die städtischen Töchter, hier auch eine Unterstützung zu erhalten. Das ist legitim, denn früher waren zum Beispiel Stadtwerke ja ein Bestandteil der Stadt. Da wären solche Geldmittel auch im städtischen Haushalt gelandet. Und in unserer Lage, denke ich, ist es richtig, darüber nachzudenken. Also die CSU auch für 2013 sehr gut aufgestellt, was diese Themen auch anbelangt. Insgesamt, glaube ich, zeigt gerade der Haushalt, dass die CSU hier weiß, worüber wir sprechen, auch weiß, wie wir uns insgesamt aufstellen können, viel für Amberg erreichen und trotzdem ohne Schulden auskommen.